Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, um euch die tollen Cosplayer anzusehen, die wir auf den Sci-Fi-Tagen in Speyer getroffen haben. Nicht vergessen, wenn es euch gefällt, lasst den Cosplayern einen Daumen nach oben da. Die Sci-Fi-Tage werden vom Technikmuseum in Speyer veranstaltet. Danke, dass wir hier drehen durften. Bevor es losgeht, noch etwas Werbung in eigener Sache. Es würde uns freuen, euch auf einer der folgenden Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Comic-Con in Stuttgart, hier sind Karten verfügbar. Die FedCon in Bonn, auch hier sind Karten verfügbar. Die MagicCon, ebenfalls in Bonn, auch hier sind Karten verfügbar. Zu guter Letzt, hier noch etwas Werbung aus dem Space Store. Diese hat wundervoll hergestellte Figuren aus euren Lieblingsfilmen und vieles, vieles mehr. Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Interview und beim Zeigen der Cosplays. Hi, welche Charaktere cosplayt ihr heute? Mario, Luigi. Sehr cool. Wie kommt es, dass ihr die Version so abgeändert habt? Wir haben überlegt, welche Charaktere wir machen könnten. Wir haben vorher mal Sub-Zero und Scorpion gecosplayt. Mhm. Und halt der Wiedererkennungswert war einfach der Hammer, weil es auch Retro ist. Ja. Und dachten wir, was wir noch machen könnten als Duo-Cosplay. Und dachten wir, ja, Mario und Luigi kennt auch jeder, aber Standard ist uns zu langweilig. Ja. So, ich dachte mir, komm, machen wir die Super Mario Brothers. Sehr cool. Rüstung, natürlich, ja. Ganz klar, die Feuerblume ja. Hinten drauf. Ja. Also. Gab's denn Streit, wer welchen Charakter macht, oder war das sofort klar? Das war klar. Man kennt es ein bisschen an der Größe noch, aber nee, war dann relativ klar. Ja. Ich habe mich dann als Sidekick mit abgefunden. Okay, sehr gut. Aber ne, du bist ja mächtiger Sidekick auch, ne? Das stimmt, ich habe meine eigenen Spiele. Dein Gruselhaus und ja. Alles, was dran gehört, ja. Ich glaube, da war ich zwar jetzt nicht dabei, aber... War aber auch in der Belegung gewesen, ob wir dementsprechend die Waffen noch anpassen. Anstatt mit dem Pömpel. Ja. Aber ein bisschen Klassik, ne? Muss ja dann auf auch. Auf jeden Fall. So. Gut, dann vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Vielen Dank auch an unsere Moderatorin Alea Rose. Diese findet ihr bei Facebook. Oben links könnt ihr den Kanal abonnieren, was uns sehr freuen würde. Oben rechts kommt ihr zur Playlist von dieser Veranstaltung und könnt euch dort weitere tolle Videos ansehen. Unten in der Mitte gelangt ihr zum Space Store. Hier bekommt ihr alles, was das Fanherz höher schlagen lässt.